Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cube. Und die Spielregeln haben sich ja etwas verändert, dass wir ja jetzt hier die Teile selbst irgendwie nehmen können und die freien Flächen hier quasi bestücken. Nehme ich hier einfach mal gelb. Sag gelb, bitteschön, und nee, andersrum. Zack und bupp und flop und da. Das kennen wir ja schon vom Anfang her. So Treppe bauen, tralalala. Oh. Ein bisschen verdreht das Ganze hier, würde ich sagen. Ich hoffe, hier bricht jetzt nicht wieder alle zusammen. Gut. Oh, ein Ballspiel. Oldschool Ballspiel. Oh. Gut, schauen wir mal, wo er rauskommt. Da hinten aus dem dunklen Eck. Und rollert hier rüber. Gut, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als hier unten gelb. Ne, da gelb zu aktivieren. Wie jetzt? Lol. Ne, das dachte ich eigentlich mehr in die Richtung hier. Nach oben bringt das ja nichts. Ne, das bringt noch weniger. Der Trampolin auf der Seite bringt auch nichts, außer mich hochzuschleudern. Also bleibt bei Yelp. So. Dann würde er ja hierher rollen. Dann müssen wir ihn irgendwie jumpen lassen. Und dann müssen wir irgendwie die Hürde hier noch, ja. Da bin ich ja wieder gespannt. Kann ich gelb zweimal nehmen? Ah ja, man kann es auch nur einmal nehmen. Ach, guck mal an, da kann ich ihn... Ah! Guck mal, da ist auch eine freie Fläche. Okay, ja, das macht die Sache wieder ein bisschen anders. Wenn ich jetzt hier so mache, eine Treppe, dann machen wir hier ein Trampolin. Dann sollte er hier möglichst drüber hüpfen. Und dann haben wir noch Raut. Und mit Raut können wir hier, keine Ahnung, was treiben. Gucken, dass er nicht dahin geht. Weiß das nicht. Gut, starten wir das Ganze mal und schauen mal, was er so treibt. Er rollert erstmal hier runter und bleibt an dem hängen. Ah ja, das bedeutet, dass wir mal wieder ein bisschen Action machen müssen. Okay. Also Timing. 3, 2, 1, go. Jawohl, das haben wir schon mal getroffen. Und hoch. Haha. Nein! Zwei hoch? Wollen wir mal es andersrum? Das ist ja doof. Nee, das muss schon so irgendwie klappen. Na, komm mal her. Du wieder aufs Rala. Das war ein Tick zu spät. Schalalalala. Schalalalalubi. Bumm. Ja, so bleibt er einfach nur hängen. Und so hüpft er rüber. Also ich muss in derselben Zeit das quasi zweimal schaffen hochzuziehen. Oder wie? Oder was? Oder warte mal. Wo ist er denn? Hä? Wie jetzt? Ja gut. War ja nur so eine Idee. Aber warum liegt der jetzt da unten? Warum hat denn das nicht geklappt mit dem Springen? And jump. So dachte ich es mir. Nein!
Ich dachte, vielleicht kann ich das Trampolin ja doch zweimal benutzen. Das wäre ja gar nicht schlecht. Nee, gib mal her. So. Au, au, au. Na, mal gucken, ob das klappt. Hallo? Baller? Ja, nee, knapp. Aber daneben. Ja, hier den roten ist ja auch Blödsinn. Im Grunde. Und da hinten kriegen wir den auch nicht so schnell hoch. Das ist doch alles... Blub. Das muss schneller klappen, das muss schneller klappen. Ah, das ist ja jetzt ein Zeitspiel hier. Hui. Nein! Und dann auch noch runterziehen und alala und dann musst du da reinfallen. Verstehst du das? Ne? Gut. Ich unterhalte mich schon mit Bällen. Jetzt ist soweit. Oder wie? Aha, da zurückgeben, wieder ausleihen, hochziehen, wegziehen. Ich nehme doch erstmal den roten hier. Und mach mal. Nee, so rum. Der hat da vielleicht daran hängen bleibt. Oder ich weiß es nicht. Irgendwie muss das ja, weil der rote alleine bringt es ja irgendwie nicht. Ach, guck an. So geht's auch. Gut. Ich sag ja, voll der Timing-Spiel hier. Hallalala, wieder mal Ball spielen. So, jetzt haben wir ihn da an der Stelle. Bleibst du da? Bleibst du da? Ich hab das Gefühl, er bewegt sich immer noch. So, jetzt nehmen wir hier das Blaue weg. Nimm's wieder. Nein! Ah, aber genau so muss es quasi sein. So, so. Anders geht's ja auch nicht. Weil sonst schafft er die zwei hier nicht. So. Dann habe ich die Rätselslösung wohl parat. Hoffe ich doch. Und dann so. Nee, andersrum. Zack und flupp und fleck und weg und Doppeldeck. Irgendwie sowas. Und gibt ihm. Oh. Nö, so nicht. Der muss schon richtig da passieren. Also man muss ihm zur richtigen Zeit quasi richtig schießen. Dass er auch... Bull. Na toll, jetzt habe ich das Rätsels Lösung und jetzt macht ihr hier solche Spirenzchen. Die ganze Zeit hat es geklappt, dass er am Roten hängen bleibt. Und nu, und nu, und nu. Ja, auch eine Idee, aber nö. Nicht wirklich. Jetzt denke ich, hab es und tralala und jetzt brauche ich hier 5 Jahre für oder was? Zeig mir da zu früh geschubst. Okay, nochmal ein Bällchen bitte. Irgendwann schaffen wir das noch hier. Also ich weiß nicht, ich sollte mal vielleicht wieder eine Pause machen oder so. So, er rollt durch mich durch. Und Bock und vorbei. Also der muss schon daran stehen bleiben an dem roten. Sonst wird das hier nichts. Also irgendwie. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt nehmen wir blau nochmal. Und jetzt bitte nur aktivieren und nichts mehr. Nö. Hä? Marr. Brr. Vorhin wollte ich ihn die ganze Zeit einfahren. Ja, schön. Mich kannst du hier katapultieren durch die Gegend, Mensch. Und. Ach, nee, das gibt's doch nicht. Gib wieder her, du wieder dahin. Nee. Boah, eher. Du dahin. So einfahren. Du wieder hierhin. Oh, nee, 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 nee. Das ist doch nicht mehr näher. Das ist doch bl. Das näher. So, dann komm wieder her. Und komm hier lang getrollert und ich mach wupp. Und er bleibt hängen. So, soweit sind wir. Das haben wir schon öfter hängen. Jetzt bleibt das stehen, Dickerchen.
Mach mir keine Schande. So,